Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu unserem Video Der Sternhimmel im Herbst 2014. Schön, dass Sie wieder bei unserer Himmelstour dabei sind. Wir, das sind Joachim Labudde und Oliver Debus. Der Herbst, Zeit der Reife und der Ernte, Zeit der Vorbereitung auf den Winter. Die Natur erfreut uns mit stimmungsvollem Farbenspiel der Blätter. Die Tage werden wieder kürzer, oft hüllt Nebel die Landschaft ein. Veränderungen auch am Sternhimmel. Die Sommersternbilder verabschieden sich am westlichen Abendhimmel. Noch ist in den frühen Abendstunden im Westen das bekannte Sommerdreieck zu sehen, das wir beim letzten Mal schon kennengelernt haben. Mit den Sternbildern Leier, Schwan und Adler und ihren Hauptsternen Vega, Deneb und Altair. Im Süden breitet sich jedoch der Herbsthimmel aus. Was uns auffällt, ist, dass der Herbsthimmel nicht mit einprägsamen oder sehr hellen Sternkonfigurationen aufwarten kann wie dem Sommerdreieck oder dem Wintersechseck, das wir noch kennenlernen werden. Unspektakuläre Sternbilder mit Sternen bis zur zweiten Größenklasse bestimmen das Bild. Wie so oft liegt die Schönheit hier im Detail. Verschaffen wir uns zunächst einen Überblick. Wenn wir nach dem Grundsatz vom Bekannten zum Unbekannten vorgehen, fangen wir am besten damit an, den großen Wagen oder großen Bären zu suchen. Wir finden ihn im Herbst im Norden bis Nordosten. Sie erinnern sich, im Frühjahr stand das Sternbild noch so hoch, dass wir ganz gehörig den Kopf heben mussten. Die verschiedenen Positionen sind eine Folge des Umlaufs der Erde um die Sonne. Schauen wir uns noch einmal die Grafik aus dem letzten Video an, da wird es besonders deutlich. Zum Frühjahrsanfang stand unsere Erde an der mit 21. März bezeichneten Position. Zum Herbstanfang, ein halbes Jahr später, steht sie genau auf dem Punkt gegenüber am 23. September. Eines wird hierbei deutlich. Am 21. März konnten wir die Sterne, die sozusagen hinter der Sonne stehen, nicht sehen, weil sie von ihr überstrahlt wurden und mit ihr über den Taghimmel wanderten. Wohl aber sahen wir die Sterne auf der Nachtseite der Erde, der Sonne gegenüber. Im Herbstanfang, ein halbes Jahr später, ist es genau umgekehrt. Vor den Sternen, die wir im Frühjahr gesehen haben, steht jetzt die Sonne und macht sie unsichtbar für uns. Aber wir sehen denjenigen Teil des Sternenhimmels am Abendhimmel, durch den sich die Sonne ein halbes Jahr zuvor gewandert hat. So haben wir eine einfache Erklärung, warum wir zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Sternbilder beobachten können. Nur die Sternbilder um den Polarstern herum sehen wir das ganze Jahr über dem Horizont. Vom großen Wagen kommen wir zum Polarstern, indem wir die Endsterne des Wagenkastens fünfmal nach oben verlängern. In Richtung Wagendeichsel schließt sich dann der kleine Bär oder Wagen an. Das gedankliche Ziehen von Hilfslinien, zuerst auf der Sternkarte, dann am Himmel, erleichtert das Auffinden von Sternbildern sehr. Ziehen wir zum Beispiel vom Griff der Deichsel eine Linie zum eben gefundenen Polarstern und weiter, kommen wir zu einem Sternbild in Form eines großen W. Es ist die Cassiopeia, eines von denjenigen Sternbildern, die zwar das ganze Jahr zu sehen sind, aber am Herbst am günstigsten stehen. Östlich der Cassiopeia, also rechts von ihr, steht das unscheinbare Sternbild des Cepheus in der Form ein Fünfeck. Die Cassiopeia ist unser Eingang in den Herbststernhimmel. Links unterhalb von ihr schließt sich wieder ein buchstabenförmiges Sternbild an. Es ist der Perseus, der dem Buchstaben K ähnelt. Südlich von Cassiopeia und Perseus bedecken zwei große Sternbilder den Himmel. Die zusammenhängenden Sternbilder Andromeda und Pegasus. Zentrum des Pegasus ist ein großes Viereck, das den Unterschied von der kleinen Abbildung auf einer Sternkarte und dem tatsächlichen Eindruck am Himmel offensichtlich macht. Wenn man die Faust als Messinstrument benutzt und gegen den Himmel hält, ist die Breite der Faust über die Knöchel etwa 8 Winkelgrad. Pegasus ist glatte 2 Faust breit.
Die Sternenkette der Andromeda schließt sich an Pegasus' linke obere Ecke an. Wenn wir noch tiefer im Südosten stehende Sternbild Walfisch, eigentlich Ketos, das Meeresungeheuer einbeziehen, haben wir mit Cassiopeia, Cepheus, Andromeda, Perseus, Pegasus und Walfisch alles Figuren der altgriechischen Perseus-Sage vor uns. Leider fehlt uns hier die Zeit, sie zu erzählen, sodass wir für neblige Herbsttage auf die griechischen Sagen von Gustav Schwab verweisen. Unterhalb des Pegasus markieren die Sternbilder Steinbock, Wassermann und Fische den Tierkreis. Wenn man berücksichtigt, dass der Steinbock in der Antike als Ziegenfisch dargestellt wurde, haben wir es mit drei Sternbildern mit Bezug zum Wasser zu tun. Kein Wunder. Wenn die Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn durch die Sternbilder zog, war im alten Babylon Regenzeit. Fast schon am Horizont steht tief im Süden unter den Fischen noch der südliche Fisch, der anhand des Hauptsterns von Malhaut, zu Deutsch Maul des Fisches, gefunden werden kann. Unterhalb der Andromeda finden wir mit dem kleinen Widder ein weiteres Tierkreissternbild, darunter das unscheinbare Dreieck. Wenn die Nacht vorangeht, geht das schon zum Sternbild Stier gehörende Siebengestirn auf. Auch der Fuhrmann erscheint. Diese gehören aber bereits zum Winterhimmel, den wir uns demnächst widmen. Wie gesagt, haben die Herbststernbilder für den geduldigen Beobachter einige schöne Objekte zu bieten, die sich oft schon im Feldstecher erschließen. Da ist zunächst für den Beobachter, der nicht gerade mit hellem Stadthimmel zu kämpfen hat, die sich in ganzer Pracht von Adler bis Perseus quer über den Himmel erstreckende Milchstraße. Es ist das Sternenband unserer eigenen Galaxis. Wir sehen es deshalb als Sternstreifen, weil wir von unserer Sonne aus gegen den Rand unseres scheibenförmigen Sternsystems blicken, wo mehr Sterne hintereinander stehen. Ein Entlangwandern mit dem Feldstecher fern des Stadtlichtes in einer mondlosen Nacht macht ehrfürchtig vor der Menge der Sterne. Wenn wir den Feldstecher schon in der Hand haben, wandern wir am besten ins Sternbild Cassiopeia. Gehen wir vom zweiten Strich, den wir beim Schreiben eines großen W machen, in der Verlängerung nach unten, treffen wir auf einen Doppelsternhaufen mit dem Namen H und Chi. Das Foto zeigt sehr schön, wie dieser Doppelsternhaufen in die Milchstraße eingebettet ist. Dieser Sternhaufen gehört noch zu unserer eigenen Galaxis oder Milchstraße. Eine ganz andere Dimension erschließt sich dagegen, wenn wir zum Sternbild Andromeda wandern. Gehen wir von der linken oberen Ecke des Pegasus die Sternenkette entlang bis zum zweiten hellen Stern, dann nach oben über einen weiteren kleinen Stern, stoßen wir auf eine milchig leuchtende Linse. Es ist die nächste Galaxis im All, der Andromeda-Nebel, auch als M31 bekannt und rund 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Planeten machen sich im Herbst rar. Am Abendhimmel sind nur Uranus in den Fischen und Neptun im Wassermann präsent, die aber nur im Fernrohr zu sehen sind und daher eher etwas für den erfahrenen Beobachter. Wer es wagen will, sollte mit dem helleren Uranus versuchen, der unter idealen Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar wäre. Letzte Gewissheit gibt die langsame Fortbewegung unter den Sternen. Hilfreich ist ein Blick in ein astronomisches Jahrbuch oder ein Rat von Mitgliedern der nächsten Volkssternwarte oder Planetarium. Immerhin geht am Morgenhimmel kurz vor Sonnenaufgang der Planet Jupiter im Sternbild Löwe auf. Wir können die Betrachtung des Herbsthimmels nicht abschließen, ohne auf ein jährliches Ereignis im Herbst hinzuweisen. Ähnlich dem bereits kennengelernten Meteorstrom der Perseiden im August kann auch der Herbst mit einem reichen Sternschnuppenfall aufwarten, nämlich den Leoniden im November. Der Name Leoniden sagt uns zweierlei. Die Sternschnuppen scheinen aus dem Sternbild Leo, also Löwe, zu kommen. Außerdem geht, wie anlässlich der Sichtbarkeit des Planeten Jupiter erläutert, der Löwe erst in der Morgendämmerung auf.
Dieser Meteorstrom, Rest des Kometen Tempel-Tattel, dessen Bahn die Erde alljährlich im November kreuzt, führt zwischen 10. und 21. November zu vielen Sternschnuppenfällen, mit einem Maximum um den 17. November herum. Alle 33 Jahre etwa ist der Meteorstrom besonders stark, weil die Erde dann durch den Bereich des Kopfes des Hauptteils des Kometen rast. Wie spektakulär dies mit bis zu stündlich Tausenden von Sternschnuppen ist, zeigt ein klassischer Reisebericht, den wir nicht vorenthalten wollen. Es ist die Schilderung, die der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt uns von den Leoniden in Cumana in Venezuela 1799 gegeben hat, wo er mit seinem Reisegefährten Bonpland seine bedeutende Südamerika-Reise über Ströme und durch Urwälder begonnen hat. Humboldt schreibt: Die Nacht vom 11. zum 12. November war kühl und ausnehmend schön. Gegen Morgen von 2:30 Uhr an sah man gegen Ost höchst merkwürdige Feuermeteore. Bonpland, der aufgestanden war, um auf der Galerie die Kühle zu genießen, bemerkte sie zuerst. Tausende von Feuerkugeln und Sternschnuppen fielen hintereinander, 4 Stunden lang. Ihre Richtung war sehr regelmäßig von Nord nach Süd. Sie füllten ein Stück des Himmels. Auf einer Strecke von 60 Grad sah man die Meteore in Ost-Nordost und Ost über den Himmel aufsteigen, größere oder kleinere Bogen beschreiben und, nachdem sie in der Richtung des Meridians fortgelaufen, gegen Süd niederfallen. Manche stiegen 40 Grad hoch, alle höher als 25 bis 30 Grad. Alle Meteore ließen 8 bis 10 Grad lange Lichtstreifen hinter sich zurück, was zwischen den Wendekreisen häufig vorkommt. Die Phosphoreszenz, Humboldt meint damit das Nachleuchten, dieser Lichtstreifen hielt 7 bis 8 Sekunden an. Manche Sternschnuppen hatten einen sehr deutlichen Kern von der Größe der Jupiterscheibe, von dem sehr stark leuchtende Lichtfunken ausfuhren. Die Feuerkugeln schienen wie durch Explosion zu platzen, aber die größten, von 1 bis 1,25 Grad Durchmesser, verschwanden ohne Funkenwerfen und ließen leuchtende 15 bis 20 Minuten breite Streifen hinter sich. Das Licht der Meteore war weiß, nicht rötlich, wahrscheinlich, weil die Luft ganz dunstfrei und sehr durchsichtig war. Fast alle Einwohner von Cumana sahen die Erscheinung mit an, weil sie vor 4 Uhr aus den Häusern gehen, um die Frühmesse zu hören. Der Anblick der Feuerkugeln war ihnen keineswegs gleichgültig. Die Ältesten erinnerten sich, dass dem großen Erdbeben des Jahres 1766 ein ganz ähnliches Phänomen vorausgegangen war. Von 4 Uhr an hörte die Erscheinung allmählich auf. Feuerkugeln und Sternschnuppen wurden seltener. Indessen konnte man noch eine Viertelstunde nach Sonnenaufgang mehrere an ihrem weißen Lichte und dem raschen Hinfahren erkennen. Ich wunderte mich sehr über die ungeheure Höhe, in der die Feuerkugeln gestanden haben mussten, um zu gleicher Zeit in Cumana und an der Grenze von Brasilien auf einer Strecke von 1035 Kilometern gesehen zu werden. Wie staunte ich aber, als ich bei meiner Rückkehr nach Europa erfuhr, dieselbe Erscheinung sei auf einem 64 breiten und 91 längengrade großen Stück des Erdballs unter dem Äquator, in Südamerika, in Labrador und in Deutschland gesehen worden. Humboldt erwähnt den Meteoritenfall von 1766, also 33 Jahre vorher, ohne noch den Zusammenhang zu kennen. 1833 war der Meteorstrom extrem stark. Von bis zu 200.000 Meteoren in der Stunde wurde berichtet. 1866 und 1899 waren die Leoniden ebenfalls prachtvoll. Auch die Erscheinungen des 20. Jahrhunderts waren schön, insbesondere die von 1866, schwankten aber etwas wegen Störungen der Bahn durch die Anziehungskraft des Riesenplaneten Jupiter. Aber auch außerhalb der Maxima
dürfen wir mit überdurchschnittlich vielen Sternschnuppen rechnen. Genießen wir also ein himmlisches Schauspiel und lassen den neuen Tag beginnen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder zum Sternhimmel im Winter 2014-2015. Bis dahin wünschen wir Ihnen wieder sternklare Nächte. Ihr Joachim Labudde und Oliver Debus.